Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt den Lamborghini Urus in der Mansory Edition an, in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Edwards Modding. Geheiß gibt es auch nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Edwards Modding Mods. Tja, ich glaube, uns stehen dieses Jahr viele neue Autos ins Hause, denn Edwards Modding ist neben Sheriff Robert Mods halt so Autospezialisten in Anführungsstrichen, die halt größtenteils Autos in den LS reinbringen. Und heute haben wir halt wirklich dieses Schmuckstück, ja, Lamborghini Urus Mansory. Ne, Mansory, Veredel-Dings halt, ne, Veredelung. Und ja, macht das Auto nochmal noch ein bisschen teurer, wie es eh schon im Real Life ist. Lamborghini Urus Mansory. 300 PS Standard angegebene Leistung hier, 6 Liter Benzin, 120 km/h Max Speed für 470.914 Euro in der Anschaffung, 24.016 im Leasing. Ihr habt 6 Farbconfig-Blöcke. Da habt ihr, also ihr habt alles, ne? Also ihr könnt hier das Interieur, kennt ihr ja, Interieur Color 2, Interieur Color Nummer 1, ihr könnt die Felgenfarbe handhaben, die Stripes. Das ist hier diesmal so ein bisschen ringsrum. Ihr könnt die Hauptfarbe in den diversesten Farben mit ändern. Viel grau, viel dunkel, ein bisschen helle Farben sind auch noch mit dabei. Es gibt aber auch spezielle Farben, die dem Original so entsprechen. Wie Madagaskar Orange Metallic oder Madagaskar hier, etc. Racing Rot und so weiter und so fort. Also ich glaube, ihr werdet schon was finden. Und die Sitzpolster hier drin könnt ihr dementsprechend auch noch einfärben. Ansonsten stehen euch 4 Config-Blöcke normal zur Verfügung. Wir haben einmal Windows-Types, also Fenstertypen, Anhängerkupplungen, Kennzeichen und Motorausführung. Fenstertypen gibt es einmal weiß und einmal schwarz, also dass sie ein bisschen getönt sind an der Seite. Dann haben wir einmal ohne Anhängerkupplung und mit Anhängerkupplung, wer auch immer eine Anhängerkupplung da hinten dran macht. Dann haben wir einmal Kennzeichen, wieder das USA-Kennzeichen oder halt gar kein Kennzeichen. Und dann haben wir die Motorausführung, zugegebenermaßen, das ist natürlich ein bisschen witzlos, 2 Liter oder 4 Liter V8. Ne, heißt im Umkehrschluss 300 PS und 120 km/h maximale Geschwindigkeit und 799 PS und 270 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, 35 Euro Unterhaltskosten am Tag. Schauen wir uns die guten Stücke in dem Falle mal mit an. Das ist die normale Version, das hier hinten ist die aufgepimpte Version. Wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, braucht ihr Simple IZ. So, wir haben Lamborghini Urus Mansory Edition. Ihr seht das Ganze auch mal hier. Davon gibt es nicht viel laut diesen Zeichen, und zwar 1 von 2. Ja, also 2 Stück scheint es da weltweit nur dafür zu geben. Und ja, wir haben die normale Straßenbereifung hier drauf, haben natürlich übelste, ne, Dinger, ist ja klar. Wir haben hier die Felgen, in dem Fall jetzt hier in schwarz gehalten. Ihr seht, das ist alles ein bisschen blank und so weiter und so fort. Ihr seht auch hier verbindungstechnisch gesehen, ihr seht zwar da hinten sind Achse, ne, also diese Verdings, ne, aber ansonsten ist es auch alles wieder zu. Unten ist es glatt, klarer Fall, aber gut, achtet man eh nicht drauf. Dann dementsprechend hier vorne nochmal Mansory 1 von 2. Wir haben vorne die Kamera mit drinne. Dann haben wir wieder das Florida-Kennzeichen, in dem Falle hier Fahrtleuchten, Blinker und Co. Kofferraum kommen wir dann gleich noch mit dazu. Wir haben oben ein Panoramadach. Wir haben hinten so eine kleine Pommes-Theke mit dran. Wir haben hier nochmal Mansory mit draufstehen. Genauso wie hier. Dann nochmal Kennzeichen. Hier dementsprechend das eine Endrohr, was nochmal dreifach da unterteilt ist. Ja, entspricht soweit auch den Originalen. Ich meine, es gibt ja schon Urus als Mod, ne? Aber halt noch nicht diese Mansory Edition hier. Und wenn man sich da originale Bilder anschaut, das passt schon so im Außenbereich. Der Innenbereich, ja, gut, viel Carbon, ne, überall mit verbaut. Wir haben hier Lenkrad mit Lamborghini-Logo mit dazu. Wir haben links, rechts Spiegel inklusive ein Rückspiegel, die sind alle in ihrer Form. So sieht das aus, wenn es eingefärbt ist, so sieht das aber halt auch, wenn es nicht eingefärbt ist, so frei nach dem Motto, sprich, ist allgemein. Ach nee, das habe ich auch dunkel gehalten, alles klar. Also wenn es nicht eingefärbt ist, ist es halt heller. Ne, das ist klar, ist dann wie immer Geschmackssache. Ansonsten, ja, ist halt vorne digital, in der Mitte digital, ist mittlerweile alles digital gehalten. Das Ganze hier, das war ja früher alles mal so, also bei den alten Lambos, also alten Anführungsstrichen, habt ihr ja noch ein halbes Cockpit da drin. Ne, ist jetzt mittlerweile auch alles digital, ist logischerweise Automatik. Ich habe das Ganze jetzt hier mal in Blau ausgewählt. Ne, Blau und ein bisschen Schwarz, sieht halt ein bisschen Carbon, Alcantara, irgendwo alles mit dabei. Ja, und oben das Panoramadach. Mir gefällt's, also ich wüsste nicht, was ich dagegen sagen sollte. Hören wir uns mal den Sound an.
Ja, hat wieder diesen knackigen, kräftigen Sport-Sound, wie man so schön sagt, dass er ein bisschen Aggressivität drin steckt. Hat natürlich nichts mit dem Original großartig zu tun, sollte auch klar sein. Ne? Also, ebenfalls nicht so, dass man sagen kann, ja, so ein, vielleicht ein bisschen, ne? Aber ansonsten halt nicht. Aber für ein LS mehr als ausreichend, also von daher passt das. So, Thema Funktionalität, ihr seht, beide Hände hier sind am Lenker, das ist schön, ihr seht, unten mit dem Beinchen hier wird auch gearbeitet, ich kann es auch nochmal ein bisschen deutlicher machen, machen wir hier kurz das Brett auf, na, dann seht ihr auch hier, mit dem Beinchen wird gearbeitet, auch wenn die Pedalen selber jetzt nicht animiert sind, aber das ist dementsprechend auch nicht so tragisch. Ansonsten beim Start, wie gesagt, vorne haben wir dann einmal die Armaturen, die mit animiert sind, die Spiegel funktionieren soweit auch, könnt ihr halt mit dem Spiegelmod noch ein bisschen besser einstellen, wenn ihr das mögt. Dann gehen wir mal ein bisschen näher hier ran. Wir haben da unten diese KMH-Anzeige. Die ist ein bisschen mehr verrutscht, ein bisschen zu weit unten. Ihr seht es auf jeden Fall, man kann es nur so ein bisschen andeuten. Aber dafür haben wir ein RPM-Drehzahlmesser, der da hier ein bisschen mit hoch geht und geht auch immer noch bis zur 3. Davon mal abgesehen, geht er auch nicht runter, ne, wenn man schalten würde. Aber auch das ist mit animiert, das ist recht schick. Das hier, das Navigationsgerät und Co. Das ist alles nur Deko, genauso wie hier der ganze Spaß. Aber seht ihr mittlerweile alles digital. Wenn ich dann hier einmal Blinker anmache, sind die Blinker da dementsprechend drin, links, rechts, ist klar. Wenn ich separat Licht anschalte, seht ihr hier, geht noch separat ein Fernlichtschalter mit auf oder leuchtet in dem Falle mit auf. Auch eine nette Sache. So, gehen wir das Ganze einmal in die Nacht rein, dann sieht man das Ganze dementsprechend auch hier, Blinker und Co. passt. Wir haben sogar hier den Warnblinker, der dann noch separat mit beleuchtet ist. Wenn ich hier anmache, seht ihr, wird das separat ja auch noch mit beleuchtet, also alles schick, alles schön. Wir können hier drin auch noch Licht anmachen, kommen auch gleich noch dazu. Im Außenbereich, wir haben Tagvorlicht, ne? Auch schön elegant gemacht. Ansonsten Blinker, die sind einmal hier vorne integriert, ne? Und einmal in den Spiegel und dementsprechend einmal hier hinten. Reflektiert soweit alles. Ansonsten normales Fahrtlicht, Aufblendlicht und aus. Könnt ihr separat mit Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Auch hier wieder, ich weiß nicht warum das so aktuell so das Problem ist, aber das mit den Lichtern hier, ne? Das ist halt, keine Ahnung, ob das jetzt trendy ist, der Fehler, aber das hat man schon im Vorgänger. Oder bei, was hatte der, den Tesla S? Genau, Tesla Model S, da war das auch so. Das ist ein bisschen ins Gig gefixt. Das sieht halt nicht schön aus. Man könnte, also wenn das so ein bisschen dynamischer wäre, ja, aber das ist halt einfach nur, das ist leider nicht so pralle. Das könnte man auf jeden Fall nochmal besser machen. So, bleiben wir aber noch einmal in der Nacht mit drin, denn wir haben einmal hier, können wir die Indoor-Beleuchtung dementsprechend anmachen. Sieht man ein bisschen was. Dann haben wir hier einmal das Head-Up-Display. Da gehe ich mal ein bisschen weiter voran. Zack, das seht ihr hier. Das ist natürlich recht schnieke. Natürlich hier, das haut nicht hin und das könnt ihr auch ignorieren. Also könnt ihr das halt über das Setup-Display nochmal besser sehen. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz schnieke Geschichte. Was der Punkt hier ist, da fragt er mich zu viel. Ich habe so das Gefühl, weil hört mal hin. Es wird ein Tick lauter. Und ich weiß nicht, ob das in die Klappensteuerung ist. Ja, wenn ich es jetzt wieder zumache. Ich glaube, der rumort da ein bisschen mehr. Ne? Aber jo, das ist so der Stand der Dinge. Gehen wir einmal hier tagsüber rein. Können wir einmal hier die Fensterscheiben hoch und runter lassen. Das ist kein Problem. Wir können hinten die Türen alles öffnen. Sollte soweit klar sein. Beim Panoramadach kann man in dem Falle nichts machen. Wir kommen hier vorne mit ran. Muss ich mal kurz hier den, den Modus mal ausmachen. So, können wir uns hier den Motor in dem Sinne anschauen. Das ist logischerweise ein V8, ne? Klar, also nichts mit den 2 Litern. Wir können hinten den Kofferraum nicht über Simple IC aufmachen, aber mit der Taste X. Ne? Könnt ihr gegebenenfalls oder was, irgendwas reinstellen. Was ihr wollt, ist ja jetzt keine kleine Bude. Ja, und dann ist es das von den Funktionen her. Ebenfalls so, das was ich gesehen habe, gewesen. Ne? Also nette Geschichte, nette Geschichte. Ansonsten, Fahrtgeschwindigkeit, 121 km/h oder 120 km/h in der Slow-Variante. Also LS, niedlich, konform, wie man so schön sagt. Alles easy, ihr habt es vielleicht vorhin schon beim Soundtest gemerkt. Die Bremsen sind ein bisschen lasch. Ne, dauert halt einfach ein bisschen, das müsst ihr beachten. Ansonsten funktioniert das soweit und dann nimmt die Kurven eigentlich auch ganz gut. Ne, auch wenn ihr da mal ein bisschen aufpassen müsst. Bei der aufgepimpten Variante, ja, ihr könnt es euch denken, da geht es natürlich ein bisschen zügiger voran. 270 ist da die Messlatte. Ja, das seht ihr auch schon, ist jetzt schon bei 120. Der drückt dann natürlich auch ein bisschen mehr nach vorne, klarer Fall.
Und ihr kommt ja auch auf die 270, weil die Beschleunigung ist hier echt ordentlich. Halleluja. Müsst ihr halt mit dem Bremsen ein bisschen aufpassen. Aber ihr kommt auch wirklich mal auf normaler Strecke, ich denke mal so, auf Geschwindigkeit. Und müsst nicht ewig lang warten. Das zieht halt schon ordentlich, ne? Deswegen passt. Am Ende des Tages bleibt nur noch der Log übrig. Und da seht ihr hier, der ist sauber. Könnt ihr euch also in dem Sinne bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und viel Spaß mit eurem Lamborghini. Mansory. Tschüssikowski. Tschüss.